Wir haben heute schon die 100. Sendung mit dem Großvater und habe ich mir vorgestellt, wir tauschen einmal die Rollen und ich versuche dich zu befragen. Okay. Was würdest du sagen, junger Mensch mit 18 Jahren, ist für dich das Wichtigste im Leben? Jetzt akut, so gerade eben im Sinne mit Matura, ist es natürlich noch die Ausbildung und sich vielleicht auch schon so ein bisschen festzulegen auf die Zukunft, was man dann später macht beruflich und dann halt auch dementsprechend Studium, Ausbildung, vielleicht auch die Lehre eben zu beginnen. Gleichzeitig eben allerdings dann auch schon so ein bisschen diese Unabhängigkeit dann eben zu suchen von den Eltern zu selbstständig zu denken und auch probieren zu handeln. Das sind, glaube ich, so die Sachen, die zumindest bei mir und ich denke bei den meisten 18-Jährigen momentan am meisten im Kopf schweben. Was macht dir am meisten Freude im Leben? Also das ist jetzt schwer. Für mich persönlich ist es oft mit Kindern, mit Menschen. Aber ich glaube, generell den 18-Jährigen ist es dann schon mehr Richtung Freunde. Man probiert gerade mit 18 ja eben halt auch so zu zeigen, ich brauche die Eltern nicht mehr, versucht sich ein bisschen zu distanzieren, merkt dann aber relativ schnell, dass man sie noch braucht und genießt es dann dementsprechend besonders mit den Familien oder mit den Eltern zusammen zu sein. Eben dann auch die Freunde zu suchen. Gerade jetzt so im Internetzeitalter ist es sehr erfreulich, dass man eben zum Beispiel mit Leuten in Deutschland Freundschaften knüpfen kann und eben übers Internet diese auch am Leben erhalten kann. Das genießt man schon sehr, dass man jetzt diese Freiheit hat. Und ich glaube, das ist so, dass eben, dass man jetzt wirklich mit Freunden quasi ständig in Kontakt sein kann. Internet ist ja was, was ich aus meiner Jugend überhaupt nicht kenne. Und da ist man in meiner Generation wahrscheinlich sehr skeptisch. Kann das echte Freundschaft sein, die man übers Internet knüpft? Das ist etwas, worüber man sehr oft streitet, auch mit diesen Freunden. Man diskutiert schon darüber, ob das jetzt eine echte Freundschaft ist. Und es fehlen natürlich ein paar Aspekte. Man kann jetzt über Probleme im echten Leben, die man jetzt vielleicht beruflicher, persönlicher Natur hat, kann man schwer reden, weil sie meistens nicht anwesend sind bei diesen Sachen. Andererseits, finde ich, fehlt dann auch oft solche Punkte wie ich habe schon manchmal das Gefühl, dass es so falsche Freundschaften gibt, die mehr den Sinn haben, vielleicht auch auf das Geld mancher Personen auszusehen oder später dann, wenn man weiß, der hat reiche Eltern, hat ein Unternehmen, seine Eltern haben ein Unternehmen, vielleicht irgendwie auch über diese Freundschaft dann dort zu arbeiten und das dann keine echte Freundschaft ist, finde ich. Ja, aber die gibt es doch im Internetleben genauso wie im echten Leben Naja, solche falschen Freunde, oder? jetzt jemand, der in Deutschland wohnt, von dem brauche ich mir, glaube ich, keine Sorgen machen, dass er, wenn meine Eltern jetzt ein Unternehmen hätten, in diesem Unternehmen zu arbeiten. Da mache ich mir jetzt wenig Sorgen. Es ist mehr, man hat wirklich das Gefühl, dass es eine komplett freiwillige Beziehung ist, die man, so blöd es klingt, mit einem Knopfdruck sogar beenden könnte. Und man de facto daran auch nichts ändern könnte. Aber es fühlt sich schon sehr echt an. Aber es stimmt natürlich, es sind Unterschiede da. Und ich habe gerade schon so in den letzten Jahren gemerkt, dass Internetfreundschaften schon manchmal ein abruptes Ende nehmen und du dann nicht genau weißt, warum. Vor 3 oder 4 Jahren hätte ich noch gesagt, das ist ein und dasselbe, eine Internetfreundschaft und eine reale Freundschaft. Mittlerweile muss ich sagen, sind definitiv Unterschiede erkennbar. Ich habe selbst, wie gesagt, einige Freunde, die urplötzlich von einem Tag auf den anderen den Kontakt abgebrochen haben. Ich bis heute nicht weiß, warum. Und das gab es in echt eigentlich noch nie. Also jetzt Schulfreunde oder aus der Pfarre Freunde, das sind alles Sachen, die sieht man ja. Da kann man zumindest mal nachfragen, warum sie den Kontakt beendet haben. Das sind Dinge, die über das Internet. Du kannst zwar noch mal hinschreiben, hey, alles in Ordnung, gibt es irgendwelche Probleme, aber wenn sie den Kontakt beenden wollen, antworten sie einfach nicht mehr. Aber nimmt das nicht auch viel Zeit für echte menschliche Kontakte, wenn man so viel Internetkontakte pflegt? Definitiv würde ich schon sagen, sind andererseits kann man eben auch wirklich sehr gut echte Kontakte quasi kennenlernen. Zum Beispiel, ich verstehe mich sehr gut mit einem
Bauern, der im Norden oder nördlich von Wien wohnt, circa eine Dreiviertelstunde entfernt. Ich hätte die nie kennengelernt, wenn nicht übers Internet. Und ich treffe mich jetzt auch sehr gern mit ihm und habe so die Internetfreundschaft auch sehr schnell in eine reale geändert. Habe jetzt auch seine Freunde kennengelernt, er teilweise auch meine. Es ist jetzt, zuerst ist es sicherlich so, dass Zeit verloren geht für die alten Freunde quasi, die man eben nicht aus dem Internet kennt, aber irgendwann verknüpft sich das Ganze dann und dann verbringt man sogar noch mehr Zeit mit den normalen Freunden, weil eben dann vielleicht sogar noch der Internetfreund eben in die Freundschaft, die man hat, mit einbezogen wird. Wenn du in die Zukunft denkst, wie würdest du dir dein Leben in 10, 15 Jahren vorstellen? Mein Leben, ich hoffe dann deutlich sattelfester, dass es einfach viel weniger Unsicherheiten gibt, dass dann auch die Ausbildung abgeschlossen ist, dass man dann schon fix angestellt ist, vielleicht sogar auch schon seine Familie, wenn es wirklich 10, 15 Jahre beträgt, auch schon begonnen hat, eine Familie zu gründen. Das sind so die Sachen, die man sich dann vorstellt. Natürlich hofft man auch, dass gerade so Freundschaften, die man jetzt hat, man über so lange Zeiten auch behalten kann. Und dass man eben, wie gesagt, dann einfach auch schon gefestigt im Leben steht, sich einfach auch weniger Sorgen um die Zukunft macht, sondern vielleicht einfach auch mal im Hier und Jetzt wirklich das Leben genießen kann. Was ist deine liebste Freizeitbeschäftigung? Eigentlich für mich ist es Fußball schauen tatsächlich. Also ich verbringe sehr viel Zeit damit, Fußballspiele anzuschauen, sei es jetzt im Stadion oder im Fernsehen oder übers Internet. Das macht man auch sehr gern gemeinschaftlich. Das ist so für mich das mit sehr, eigentlich ist schon das Schönste, was man so freizeitlich machen kann, weil man das eben auch sehr gut kollektiv machen kann. Aber Fußball spielen wäre doch noch schöner, oder? Auch gern, aber das ist halt immer schwierig, weil du brauchst Leute, allein spielen ist jetzt eher langweilig. Man braucht da schon Leute, die dann mitspielen. Und das ist dann oft auch schon schwerer zu finden. Was interessiert dich wirklich so emotional von den Themenfeldern, die es ringsum in der Welt gibt? Wissenschaft, Naturwissenschaft, Forschung, Politik, Wirtschaft, Psychologie. Was macht dir da, dass du da viel nachliest oder drüber sprichst? Ich würde nicht sagen, dass es sich nur auf ein Gebiet jetzt genau konzentriert ist. Es ist aus jedem ein bisschen was eigentlich. Es ist halt auch immer abhängig davon, was da gerade zum Beispiel passiert. Jetzt momentan finde ich die Politik schon sehr interessant, eben mit diesem außenpolitischen Einfluss auch bezüglich jetzt Islam etc. Das ist schon eine sehr turbulente Zeit, finde ich. Aber gerade so noch vor einigen Monaten war die Wirtschaft eben noch sehr wichtig, gerade auch so mit Griechenland, da hat man dann wiederum mehr auf die Wirtschaft geschaut. Aber für mich jetzt mit 18 ist die Wirtschaft einfach noch nicht so relevant, weil ich jetzt noch nicht Steuern zahle direkt. Ich bin jetzt noch nicht so in einem Unternehmen, ich arbeite ja noch nicht. Das ist alles noch so etwas entfernt, wobei es eigentlich wahrscheinlich so eine der wichtigsten Sachen für einen persönlich ist, weil es im Alltag einfach ununterbrochen präsent ist, die Wirtschaft, wie es halt einem finanziell geht. Mich interessierten, und das ist eigentlich auch immer so das Konstanteste, die Naturwissenschaften sehr, das passt ja auch zu meinen Berufsvorstellungen als Krankenpfleger, die Medizin unter anderem hat mich immer schon sehr fasziniert. Man blickt aber natürlich halt auch jetzt zum Beispiel gerade nach Amerika, was es da so für neueste Entdeckungen gibt, ob es vielleicht mal wieder auch eine Reise in den Weltraum gibt, ob es da vielleicht endlich was gibt, um vielleicht auch mal irgendeinen anderen Planeten zu besiedeln. Also in Wissenschaft ist auch immer sehr, sehr interessant. Ich kann das nur sehr schwer einschätzen, was mich da am meisten fasziniert. Das ist halt alles so quer durch den Gemüsegarten. Wie informierst du dich über Politik, Wirtschaft, was vorgeht aktuell? Eigentlich gar nicht mehr über Printmedien, es ist alles nur mehr im Internet, mehr oder weniger. Sei es jetzt auf der Seite des ORF oder bei vielen anderen. Es ist auch YouTube mittlerweile ein sehr wichtiger Einfluss, finde ich.
Das ist ein Nachrichtenmedium, auch YouTube, wo man aktuelle Nachrichten... Manche Leute verwenden es wirklich als Nachrichtenmedium. Man kann sich dort mittlerweile auch schon sehr, sehr viel erkundigen über politische Themen. Ist halt immer aktuelle Nachrichten, das sind ja dann auch nur hineingestellte Nachrichten von normalen Fernsehsendern, oder? Unter anderem, aber wir sind auch ein gutes Beispiel dafür. Wir machen ja auch auf YouTube nichts anderes eigentlich als ein politisches Tagebuch. Wir haben auch... Wir zwei mit. Ja, ja. Also es, sowas wie wir uns beide gibt es zwar jetzt nicht genau in der Form, aber es gibt schon Kanäle, die probieren, politische Themen auf eine sehr jugendliche Art rüberzubringen. Es gibt auch einen sehr großen Kanal auf YouTube in Deutschland, der das macht. Allerdings habe ich ein großes Problem mit der Objektivität dieser Kanäle oft und habe dann auch mit der Zeit gemerkt, dass YouTube eigentlich das falsche Medium dafür ist, sich zu erkundigen. Aber es ist mittlerweile wieder besser und habe dann auch begonnen, wieder mehr auf YouTube jetzt zu schauen. So seit, ich glaube, circa 3 Monaten ist das jetzt schon so, dass es bessere Kanäle gibt auf YouTube, die das eben machen, auch probieren, ich würde sagen, objektiv zu machen oder zumindest einfach von der Meinung mehr mit meiner übereinstimmen. Das kann natürlich auch sein, dass es einfach aus meiner Sicht objektiver wirkt, aber jeder, der ein bisschen anders denkt, sagt, das ist der absolute Schwachsinn. Kann alles sein. Aber es beschränkt sich eben jetzt mittlerweile wirklich schon sehr aufs Internet. Es ist auch nicht mal mehr so das Fernsehen präsent, also dass man sich jetzt irgendwelche Nachrichtensendungen im Fernsehen anschaut. Wenn es läuft, wenn man zum Beispiel gerade Fußball schaut und in der Halbzeitpause hat man dann Nachrichten, schaut man die natürlich und schaut auch gern zu. Oder wenn jetzt zum Beispiel irgendwelche Pariser Anschläge, bei den Pariser Anschlägen sitzt man dann auch ständig vorm Fernseher und verfolgt das Ganze quasi live. Aber es ist sehr von diesem Printmedium weggegangen und mehr eben zu solchen Sachen, wie du es jetzt auch machst, Internetblogs, YouTube, auch die Internetseiten von Zeitungen. Da ist man jetzt vor allem. Mehr zu diesem und anderen spannenden Themen lesen Sie auf Andreas Unterbergers nicht ganz unpolitischem Tagebuch unter www.andreas-unterberger.at.